Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Timberburn. In der Episode werden wir eine neue Siedlung starten, also die alte werden wir auf alle Fälle weiterbauen. Und mit der neuen Siedlung möchte ich gerne mal die Eisenzähne ausprobieren und schon gucken, ob die irgendwie spielerisch anders sind. Die Beschreibung ist wie folgt. Diese Biber haben den traditionellen Weg des Holzes den Rücken gekehrt und den Einsatz von Eis und Wissenschaft erlernt, um moderne Maschinen zu bauen. Sie erzielen ihren Fortschritt durch den Einfallsreichtum und Effizienz und der Missachtung der Umwelt. Ihr Motto, erst die Arbeit, dann mehr Arbeit. Klingt interessant. Und eventuell kann man ja dann mit den zwei Siedlungen handeln. Mal schauen, ob es geht. Ich weiß es nicht. Wir werden definitiv eine andere Map auswählen und ich würde sagen, wir gehen mit Terraces, also Terrassen. Machen auch wieder normal und dann laden wir mal das Spiel. Bin gespannt, inwiefern sich das unterscheidet und wir haben ja schon aus dem ersten Teil einiges gelernt, vor allem Sachen, die man vielleicht nicht machen sollte und worauf wir hinarbeiten sollen. Ich denke mal, die Stadt wird besser laufen. Was für die erste. Wobei Stadt ist relativ. Ich meine, es sind bei der ersten Stadt 36, glaube ich. Und ja, nicht wirklich Stadt. Wir sagen mal, das ist Iron City. Okay. Mal ganz kurz passieren. Wir sind hier also auf dem Plateau. Mal kurz schauen. Ja, da kommt das Wasser hier raus. Und geht da so runter. Auf den großen Fluss und geht dann hier auf die Seite. Okay. Aber wir haben hier sehr große Höhen teilweise. Das wird sehr spannend zum Bauen. Okay. Also, dann wollen wir erstmal schauen, dass wir hier die Grundsachen erstmal drin haben. Fangen wir mit dem Holz an. Sägewerk, Holzfällerfahne. Es ist noch ziemlich normal, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, da ist eine Treppe. Sehr gut. Dann machen wir 1, 2, 3 hier schon mal. Und gerade einen Weg. Perfekt. Und sagen. Wobei, wir können eigentlich mal das Spiel laufen lassen. Boah, mir fehlen. Könnt ihr gerne hier in dem. Oh, ich will das eigentlich hier oben haben. Ah, das ist auf Höhe beschränkt. Also jedenfalls alles mal hier. Und dann brauchen wir gerade schon mal die erste Nahrung. Und da machen wir erstmal das Sammler. Eins, zwei. Inklusive Weg. Okay, dann Wasser. Das ist noch sehr ähnlich wie mit der ersten Klasse. Ist zu weit vom Bauwerk entfernt, lege mir Pfad in einen neuen Distrikt an. Aber ich glaube, das legt sich, wenn ich hier eine Straße anlege. Wir haben hier gerade zweimal Wasser. Ja, aber bei zweimal Wasser ist vielleicht ein bisschen Overkill. Immer noch zu weit entfernt? Nee. Okay. Und kleiner Wassertank. Wir haben noch keine Forschung. Eins, zwei. Drei Wassertanks erstmal. Und dann hätte ich gerne eine Straße hier um das Dorfzentrum. Einmal so. Okay. Wohnen. 7. Baracke. Bewohner 10. Oh, das sieht ganz anders aus. Zuchtbehälter, was? Die bevorzugte und einzige Fortpflanzungsform der Eisenzähne. Was? Okay. Also, die haben also keinen Sex und es wird gezüchtet. Alles klar. Wie würde ich denn das hier machen?
glaube, erstmal so, dass wir hier die Siedlung so starten. Und dann auch hier die Straße rein. Muss ich jetzt wirklich Zuchtbehälter bauen? Benötigen wir Wasser und Beeren. Okay, ja, das ist eine sehr gut. Ihr wisst was, wir sollen erstmal die Häuser hier bauen. Die interessant aussehen. Und dann mal schauen, ob wir die von selber vermehren oder ob wir diese Zuchthäuser brauchen. Gut, also baut erstmal das und warte mal, Lagerhaus. Kleines Lagerhaus. Das war der Holzscheit. Ja, ich hätte gerne ein Lagerhaus. Vielleicht eh gerade hier so. Okay, fast forward bitte. Das läuft. Wie schaut es denn aus mit dem Förster? Brauchen wir Forschung. Für die Forschung braucht es 12 Holz nur. Ich glaube, ich pflanze mich mal hier hin. Dann hätten wir das schon mal am Laufen. Und dann machen wir den Förster hin, dass wir hier das Holz haben. Und das wird so für die Nahrung werden. Was ist mit dir? Achso, wir haben keinen Arbeiter. Ach nee. Ist nicht wieder am Pfad verbunden. Ah, wei. Moment mal, da müssen wir hier abreißen. Einmal das hier. So. Yes, danke. Nahrung sammeln. Einmal umdrehen. Mein Fehler. Los geht's. Und die Deck 2 und dann werden wir komplett ausgelastet. Oh, das sieht doch vom Stil her ganz anders aus hier. Gefällt mir aber. Gut, dann brauchen wir eigentlich nur noch die Silos. Da brauchen wir die Holzscheite. Sehr gut. Okay, an der Stelle würde ich mal sagen, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt und ich komme wieder rein, wenn das ganze Zeug hier gebaut ist. Also, bis gleich. Okay, also wir haben jetzt soweit alles gebaut, die Forschung läuft und ja, wir haben keine Babys. Also gebe ich davon mal aus, dass wir diese Brutkästen tatsächlich machen müssen. Wir haben momentan einen Untätigen, also das heißt, wir bauen mal so einen Brutkasten und ja, ich glaube, ich baue das mal hier so am Zentrum erstmal einen, um zu schauen, wie der ist. Und die Nahrung würde ich gerne extenden mit einem Bauernhaus und das baue ich mir dahin, wo es momentan nicht fruchtbar ist. Erstmal hier und da kann man dann später noch einen zweiten machen. Und ich würde, warte mal, 4 Tage. Ja, ich gehe mit Karotten erstmal. Damit wir hier mal ein bisschen Puffer haben. Ungefähr so. Haben wir hier noch Platz für Wasser und Co. Wasser haben wir jetzt 112. Das passt auch erstmal für die erste Dürre. Und dann sparen wir mal auf den Förster. Für den Förster brauchen wir 60. Das könnte doch ein bisschen dauern. Ja, also wenn das fertig ist, würde ich sagen, sehen wir uns gerade wieder. Weil eben der eine, der jetzt gerade frei ist, der geht dann hier in den... Also wird Bauer. Und macht erstmal hier die Felder. Und dann haben wir noch keinen für die zweite Forschung. Aber wir haben erstmal 9 freie Betten. Immerhin. Dann das Konzept. Und da brauchen wir also zwingend Bären. Die dürfen wir also nicht komplett vernichten später. Und mal kurz gucken, wie kommen wir eigentlich hier runter.
zwei Stufen. Holztreppe. Ja, nicht erforscht. Es wird noch spannend, wenn wir hier runterkommen. Also momentan ist das hier oben unser Spielplatz. Gut, also. Ich lasse meine Zeit wieder vorlaufen. Und dann sehen wir uns, wenn das hier fertig ist. Ja, so schnell geht's. Sie haben das jetzt gerade fertiggestellt. Und da steht jetzt gerade Zug gestoppt, warten auf Nährstoffe. Also Wasser 2, Beeren 2. Und sieht jetzt nicht wirklich spektakulär aus. Sehr interessant. Okay, lassen wir mal kurz vorlaufen. Denn immer die Sachen haben wir hier, ja. Oh mein Gott, da sieht man tatsächlich so eine Art Embryo. Oh, das geht sogar recht langsam. Die Jungtiere sind in unserer Zukunft. Bis zum nächsten Monat brauchen wir noch 12 weitere. Alter Kasimir. Okay. Ich glaube, ich baue hier noch 2 davon. Interessant, wie das da funktioniert. Und der wird das vermutlich abtoppen mit den Betten, was wir hier haben. Also, dass dann einfach 9 dazukommen und dann ist wieder Schluss. Glaube ich. Okay, Lager haben wir 133, Bären. Der Bauernhof muss jetzt langsam mal laufen. Oh, haben wir eh schon 2. Das ist sehr gut. Gut, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch die Forschung. Ich bin Förster. Dass der mal hier alles wieder auffrischt. Währenddessen würde ich dann gerne das Wasser schon mal pimpen mit 120, mit dem großen Wassertank. Und dann auch wie bei der anderen Siedlung, dass man hier die Bretterproduktion, also das Sägewerk. Das scheint auch noch gleich zu sein. Okay, also fürs Gameplay noch sehr ähnlich, bis auf das da. Mal schauen, was noch kommt. Also, gibt einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da ist auch schon die nächste Katastrophe. Wir haben die nächste Dürre. Und ich habe eine kleine Entdeckung gemacht. Also diese Zuchtbehälter brauchen durchgehend Wasser und Bären. Nicht einmal 2 und 2 Bären, sondern immer wieder. Und das gab jetzt gerade ein Minus. Meine Ahnung, wir haben jetzt nur noch 31. Und die nächste Dürre kommt gerade nächsten Tag. Beim Wasser habe ich jetzt hier noch ein paar Container hier gemacht, dass wir jetzt gerade 147 haben. Ich glaube, das passt erstmal. Aber ja, Nahrung ist halt ein Problem. Das sind aber fast fertig. Da 100%. Okay, oh Gott sei Dank. Jetzt müssen sie es nur noch ernten können und hoffentlich überlebst du es. Bei 24, 2, ach ja, es ist ziemlich wenig. Tu mal ganz kurz fast vorwarten hier. Immer mehr wird jetzt hier fertig. Dann müsste das Wasser hier, ja, es versiegt. Ja, und trocken wird's. Wird das trotzdem noch ernten? Ja, zumindest die ersten hier. Ich glaube, ich habe noch mal Glück im Unglück gehabt. Machen wir gerade hier mal 2. Ich glaube, einer hätte es erstmal getan für die Strategie. Und die wachsen jetzt nicht mehr. In 1,7 Tagen, ja, es wird vermutlich wie beim ersten Durchlauf sein, dass sie nicht überleben werden. Schade. Okay, wir haben ein Baby. Ah, weil einer hier schon raus ist. Okay, verstehe. Ja, ich glaube, 3 ist ein bisschen too much. Zweitens auch getan. Damals kein Arbeiter. Ja gut, die können eh nicht sammeln. Forschung, Wasser, 120, 102 haben wir erstmal.
machen wir die ganz normalen Bretter. Und für die Bretter brauchen wir Strom. Das würde ich gleich gerade zweimal machen. Schauen wir ganz kurz im Wasser. Oha, großes Wasserrad. 180 PS. Können wir aber eh erstmal nicht bauen. Wenn wir die Metz dazu nicht haben. Okay, wir planen da schon mal vor. Also für die Bretter, fürs Sägewerk. Stimmt, dabei ja das noch mit Straßenanschluss. Ich hätte gerade gern mal zwei. Die brauchen 50, also 100 PS. Und das Ding bringt 40. Dann 80 PS. Okay, schauen wir mal, wie die Leistung dann ist. Wir fahren erstmal hier gerade raus. Und da eine Kurve. Oh, das wird jetzt noch speziell. Ach, Moment mal. Die teilen doch die Leistung, oder nicht? Jetzt werden wir, das wird ein Experiment werden. Da schauen wir doch mal, ob die sich die Leistung teilen, wenn wir so ein Gebäude verbinden. Nichtsdestotrotz machen wir hier den Pfad. Sondern erstmal das hier bauen und dann mache ich das Segment für hier und hier. Weil ich hatte schon gehabt, dass sie sich dazu gebaut haben, da sind sie nicht mehr ins innere Teil reingekommen. Ja, mal schauen, ob der Plan aufgeht. Ich meine, so oder so ist es zu wenig Leistung, außer die hauen noch ein bisschen mehr raus, weil das ist ja 40 PS pro Kubikmeter. Schauen wir mal, was wir da effektiv kriegen, weil eventuell können wir uns das dann auch sparen. Aber wisst ihr was, wir sparen uns das jetzt eh schon mal. Und schauen, was das Einzige dann da macht. Da wird das schon wieder grün. Die Dürre ist vorbei. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es hier fertig ist. Und dann schauen wir mal, was wir da für eine Leistung aus dem Wasserrad kriegen. Bis gleich. Okay, kleines Update. Also der Förster ist jetzt fertig und ihm gesagt, er soll hier mal die billigsten Bäume hinpflanzen. In dem Segment, wo halt die Bäume hingehen können. Den Rest habe ich erstmal noch freilassen. Ich weiß noch nicht, was ich da mache, aber ich lasse es erstmal hier. Da braucht es sowieso erstmal eine Zeit. Ja, und was das Wasserrad betrifft, das macht es im Schnitt zwischen 50 und 60 PS. Also sind wir hier bei 50% Leistung. Aber sie teilen sich die Leistung. Das finde ich sehr gut. Also, dass wir nur wirklich ein Haus hier anschließen müssen. Good to know. Ich bin jetzt gerade dabei, zu schauen, dass wir hier ein zweites Wasserrad hinkriegen. Und zwar direkt daneben. Und dazu habe ich jetzt erstmal hier die zwei Plattformen gebaut. Damit wir hier zu dem zweiten Wasserrad hinkommen. Und dann hoffe ich mal, dass das zweite Wasserrad genauso viel Leistung hat wie das erste. Damit wir hier auf 100% kommen. Ja, und dann 5 Babys. 13 Erwachsene, 2 Betten haben wir noch frei. Ich habe jetzt gerade ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zu durchgehen läuft. Dass es sich nicht nach dem richtet, was wir an Zimmern haben, beziehungsweise an Betten. Ich lasse die erstmal hochkommen und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, ich muss es stoppen. 13, 2. Ja, wisst ihr was? Ich mache das jetzt erstmal. Ich stoppe das erstmal. Bei 5 Babys haben wir. Ja, nee. Okay. Und das Lagerhaus ist voll. Also fast voll. Das wird immer wieder voller, wenn die gerade hier am Ernten sind. Da brauchen wir ein zweites, beziehungsweise größeres. Wir bauen das zweite. Es macht Sinn, dass wir den Bereich hier zupflastern. Und das große 250. Ja, das kann man sich leisten.
Okay, dann machen wir hier mal das zweite hin. Und dann könnte man eventuell... mal kurz gucken zum Rotieren. Und hier mit Wohnhäusern wieder zu. Ich würde eher mit sowas gehen. Da mal schauen, was wir dann in der Mitte noch machen können. Gut, also 9 Days, 26%. Was brauchst du als Punkte? 120. Ja, da kommt schon die nächste Dürre. Das sollte aber kein Problem sein. Wir haben genügend Wasser und sehr gute Nahrung. Und dann werden wir hier erstmal den großen Wassertank hier hinbauen, nach der Dürre. Wenn wir Puffer haben. Mein Plan wäre, dass wir hier mit dem Feld... ja, doch hier so drüber gehen und dann auf Weizen umstellen. Weizen bzw. Kartoffeln und dann hier den Grill reinschmeißen. Weil der gibt uns da pro Kartoffel 4 Essen mit der Retour. Braucht aber Holz. Also schon ziemlich effektiv. Das könnte man eigentlich auch jetzt schon bauen. Aber wisst ihr was? Wir werden das jetzt erstmal hier ernten lassen und nach der Dürre stellen wir es um auf Kartoffeln und dann werden wir hier den Grill irgendwo hin platzieren. Eigentlich idealerweise, wie groß bist denn du? Ja, eins zu viel. Könnt ihr ihn aber hier platzieren? Ja, dann machen wir hier den Grill. Wobei wir... ach, wir platzieren den erstmal. Anleitung. Hätte ich gern Grillkartoffeln. Und das Lagerhaus... Karotten ist E-Nahrung. Ist okay. Gut, dann haben wir hier den Grill und dann beim Umstellen hier auf Kartoffeln. Bäume fällen, Nutzpflanzen, Kartoffel. Shit, das war zu viel. Stopp mit dem hier bitte. Gut. Also ich würde sagen, wir sehen uns. Oh nein. 73 PS. 60 PS. Das heißt, wir sind hier bei 100%. Nice. Okay, cool. Weil dann können wir das hier erstmal abreißen. Moment nochmal. Gebäude abreißen. Yes, das möchte ich bitte. Kommen wir eh nicht hier rauf, weil das ist ja noch eine Stufe höher. Und das hier. Cool. Dann haben wir hier über 100 PS Leistung. Wir versuchen 106 von 100. Das passt. Das lassen wir erstmal so. Ja. 0,1 Tage. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt hier geht. 366 von der Nahrung, 151 Wasser. Bei einer Bevölkerung von 15 plus 2, 4 Tage. Ja, soll kein Problem sein. Gut, also für euch gibt es einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, da bin ich schon wieder da und wir haben gerade ein bisschen einen Engpass, was das Holz betrifft. Die nächsten Bäume werden gleich wieder bereit sein und ich würde sagen, wir bauen hier schon mal ein kleines Lager hin. Das glaube ich, wo ist denn das? Ach da. Ja, will ich das hier haben? Bin mir nicht sicher, ich würde gerne hier mit der Straße runterfahren.
Ach, ja, was soll's. War mal das zu. Also dann haben wir hier das Holzlager. Und dann fangen die bald an, hier das Holz zu schlagen. Und hier oben... 12, 19, 11, nochmal 2. 30 Tage. Ich glaube, die machen wir jetzt hier nochmal voll. Dauert länger, aber eventuell haben wir dann mehr Holz. Die nächste Challenge wäre dann halt schon den größeren Wassertank. 120 können wir uns leisten, ja. Wie machen wir das? Moment mal, ich mache mal kurz die Tastatur. So. Gut, dann Abrisshammer. Einmal abreißen. Yes, möchte ich. Danke. Und den großen Turm hier hin. Und am liebsten gerade noch einen zweiten. Jetzt müssen wir hier Ressourcen abreißen. Kann ich die schon platzieren? Nee. Gut. Dich hätte ich gern mit Priority. Auch da. Dann haben wir schon mal 300 plus. Und als nächstes, wenn wir hier Holzscheite. Maximale Prio haben wir eh schon drin, damit wir da mehr Essen kriegen aus den Kartoffeln. Das wären dann... Okay, das will ich gar nicht ausrechnen. Das ist ja nur eins, was wir da pro Feld kriegen. Wobei so eine Kartoffelpflanze mehr als eine Kartoffel unten dran hat. Aber okay. Und im Step danach, Nummer, wobei 16, 2 untätig. Step mal ein untätig, wenn der dann da unten arbeitet. Ich glaube, ich mache mal eins von dem wieder an. Sehr gut. Mach es mal kurz ein bisschen schneller hier unten. Weil dann kann ich gerade das zweite hinklatschen. Nice. Das war dann 600 Wasser. Und dann haben wir hier erstmal Luft für die Kolonie. Das ist hier voll besetzt. Ich mach mal auf normal. 110 PS. Perfekt. Ja, ich denke, wir sind erstmal good to go. 73 Wasser. Na, wir machen das Priority anders. Wir machen das aufs Höchste. Und das eins drunter. Dass wir hier einen Wasserspeicher haben. Ich will hier keinen Tod haben durch Verhungern bzw. Verdursten. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Cut, wenn das hier gebaut ist. Bis gleich. Ja, selbstverständlich habe ich den gleichen Fehler gemacht wie bei der ersten Stadt. Der große Tank braucht natürlich Getriebe. Sehr schlau von mir, dass ich das nicht angeschaut habe. Das heißt, wir machen hier wieder einen kleinen Tank hin zur Überbrückung. Dann haben wir hier 4. Und die Getriebeproduktion, die braucht 120 PS. Ja, das werden wir nicht hinkriegen. Wir bauen erstmal hier 2 Wasserräder. Das hier. Einmal, zweimal. Dann brauchen wir hier noch ein Gestell für den Bau. Und Getriebe. Ja. Soll ich da gerade schon mal 2 bauen? Nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil das wären dann 200 PS an Leistung, die wir brauchen. Und werden das erstmal hier verbinden. Ah,
Einmal so, dann braucht man eine Kreuzung hier und einmal so. Ja, last but not least braucht man natürlich noch eine Straße, die man jetzt verbinden können. Wir werden das hier bitte entfernen. Moment, einmal so bitte. Okay, und dann der letzte Piece der Straße hier hin. Da haben wir Priority auf. Ja, wobei bringt eh nichts. Da hier die Priority. Ja, doch, dann könnt ihr das zeitgleich bauen. Ja, dann haben wir erst nur die Kartoffeln und die Früchte. Ja, blöd laufen. Habe ich echt nicht drauf geschaut, dass wir da noch die Getriebe brauchen. Was eigentlich? Für die Steigrohr da? Naja, ist was ist. Also, wir sehen uns wieder, wenn das dann jetzt fertig ist, anstatt mit der Rest, weil da hätten wir uns noch lange gewartet. Und was brauchen wir hier für das Depot noch? Naja, 12. Ja, wobei die Bäume sind jetzt eh bald soweit. Na gut, also, für euch gibt es mal einen Zeitsprung. Bis gleich. So, tada, kleines Zwischenupdate. Also, das ist jetzt hier fertig und ist mit Effizienz von 66% am Arbeiten. Und wir haben da gerade keinen Arbeiter. Kein großes Problem, denn unsere drei Tanks hier sind wieder aktiv und wir haben eine Nahrung von 406 steigend. Und ja, ich denke, das wird noch ein bisschen mehr. Die ganzen Sachen hier, die werden vermutlich verderben, weil wir gleich wieder eine Dürre haben in 0,3 Tage, also am nächsten Tag. Und ansonsten, das Einzige, was kritisch ist, ist Wasser. Aber ja, das wird nicht besser, bis wir hier Getriebesachen kriegen. Ich glaube, ich werde hier mal die Priority ein bisschen hochsetzen, dass das besetzt ist. Und die tun sich da auch schon beschweren wegen der Nahrung, aber haben sie ja genügend. Das mit den Kartoffeln läuft wirklich gut. Also das kann man alles mal 3 nehmen, die 5 hier. Wenn er gut am Laufen ist. Naja, 2 von 5 Kartoffeln braucht er noch. Ich gebe dir mal die höchste Priority. Und wenn das dann okay ist, dann werden wir vermutlich hier. Ich habe mir gedacht, dass wir hier Weizen anbauen. Und dann eine Mühle machen und die Bäcker fürs Brot. Dann wäre das okay. Wenn die zwei dann auch noch okay sind. Aber ich muss sagen, spieltechnisch ist jetzt nicht gerade anders als wie zum anderen Volk. Ich meine, die Sachen schauen zwar anders aus, aber vom Grundprinzip ist noch gleich. Also bin mal gespannt, ob sich das noch ändern wird. Eizeit, Dachterrasse, Lagerfeuer. Ja, das ist genau das gleiche wieder. Hm. 15 Holz. Ah ja, was soll's. Tun wir es mal gerade da platzieren mit der Straße darunter. Und da würde ich gerne noch Häuser drauf platzieren. Holztreppe 70, ja, das können wir uns leisten. Gut, aber bevor wir da jetzt Häuser draufsetzen, wir haben ja noch 12 frei, machen wir die erstmal voll. Und dann bauen wir weiter. So erstmal der Stand. Ja, zweiter wird hier vermutlich Sinn machen. Midterm zumindest, aber ich habe die Leute einfach nicht dazu. So, zwischendurch mal schneller bitte. Für euch gibt es mal kurz einen Cut. Bis gleich. Ja, es ist doch passiert, dass uns das Wasser ausgegangen ist. 4 Tage ist echt eine Schmerzgrenze. Der letzte Tag ohne Wasser. Ich hoffe mal, sie überleben den Tag, dass sie da jetzt erstmal nicht trinken können. Und ich kann effektiv halt nichts dagegen tun. Außer halt die großen Tanks. Und die werden erstmal nicht gebaut, wenn wir hier halt kein Holz abbauen können. Weil die wachsen natürlich nicht, wenn wir hier die Dürre haben.
Das Spiel ist schon hart im Bestrafen. Und die beiden Lagerhäuser sind auch voll. Großes Lagerhaus. Du kostest mich echt viel. 15 Holz fürs nächste Lagerhaus. Mach da nochmal zwei hin. Ist stabil, wir können da drüber noch was bauen. Ja, mal schauen. Aber ich glaube, ihr seid ja nicht gleich hoch. Ja, und da sind die ersten Tode. Tür beendet, wir kriegen wieder Wasser. Da oben könnte man theoretisch so eine Dachterrasse hinplatzieren. Jetzt geht sie wieder um eins nicht aus. Ja, noch mehr gestorben. Jedes Mal wieder. Wie machen wir das? Vielleicht gerade zwei. Wir ganz mal kurz normalen Speed. Eins, zwei Dachterrassen. Verbinde das mit dem Weg. Na, schade. Ich kann hier mittig nicht den Weg wegmachen. Okay, dann, wie machen wir es am blödesten? Hier runter. Warum eigentlich nicht, weil dann können wir gerade den leeren Platz hier ausnutzen. Und Freizeit, Deko. Das geht, ein Strauch. Und die Bank. Hier oben und auch da hätte ich gerne einen Strauch, Strauch, Strauch. Okay, dann sind die Lagerhäuser da ein bisschen dekoriert. ...200, 400 insgesamt plus. Ah, schade. Da haben wir jetzt 0 von 20 bei Getriebe. 42%. Ja, okay. Da muss ich dann erstmal warten. Und wir müssen hier das Feld ausweiten mit dem zweiten Bauernhof. Wie bist du mit der Auslastung? Du hast eine 0%. Ja, okay. Wegen den Kartoffeln. Ich denke mal, wir machen hier mal einen zweiten Grill hin. Na, wobei... Macht keinen Sinn, weil der erste ist ja schon nicht ausgelastet. Zweites Bauernhaus hier oben hin. Und wir werden da dann sagen... Nutzpflanzen. Kartoffeln. Ah, okay, ich muss mich erstmal entfernen. Hier so bitte einmal entfernen, weil dann werden wir das extenden mit den Kartoffeln. Dass wir da ein bisschen einen Puffer haben. Aber primär das Allerwichtigste ist erstmal Wasser, weil die 4 reichen für die 14, 17 Leute eigentlich gar nicht aus, die wir vorher hatten. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für die Episode. Wir sehen uns dann in der nächsten hier bei den Ironheads. Ich glaube, oh, ich habe gerade voll den Namen vergessen, wie die Biber sie heißen. Schön ist hier, wenn ich das mal anklicke. Nö. Jedenfalls bei den industriellen Bibern. Also, bis demnächst. Tschüss.